Die Burg wurde im 12. Jahrhundert im romanischen Stil erbaut. Die erste urkundliche Erwähnung datiert 1175. Von der kleinen Burg Gotzwin von Rosenbergs finden sich heute nur noch die Grundmauern des Bergfriedes. Im 15. Jahrhundert wurde die Rosenburg unter Caspar von Rogendorff zu einer größeren gotischen Burg erweitert. Von dieser Burg sind heute noch die Kapelle sowie die Außenmauern erhalten. Während des 15. Jahrhunderts diente die neue gotische Burg immer wieder als Schutz vor den Ungarn. Unter dem Protestanten Sebastian Grabner wurde in den Jahren 1593 bis 1597 ein Großteil der gotischen Burg wieder abgetragen. An ihrer Stelle entstand das heutige Renaissance-Schloss mit 13 Türmen. Das Schloss erhielt zudem um 1614 einen großen Turnierplatz sowie 46 Arkaden. Nachdem die Rosenburg im Jahr 1611 mit Kardinal von Dietrichstein wieder einen katholischen Burgherrn bekam, wurde das Schloss am 9. Juli 1620 von evangelischen Truppen des Horner Bundes gestürmt. An die Familie Hoyers-Prinzenstein, die heute noch Eigentümer ist, kam die Rosenburg durch die Heirat von Leopold Karl Graf Hoyers mit Maria Regina Gräfin Sprinzenstein 1681, der Tochter des niederösterreichischen Landmarschalls. Sie brachte die Güter Horn, Rosenburg und Rahn mit der Weste Carmeck und Mold in die Ehe mit. Nach einem Brand im Jahr 1800 bemühte sich um 1860 Ernst Karl der ältere Graf Hoyers-Sprinzenstein tatkräftig um die Wiederherstellung des Schlosses. Die Rosenburg beherbergt den größten noch bestehenden Turnierplatz Europas, auf dem noch im 17. Jahrhundert zahlreiche Ritterspiele abgehalten wurden.
eine 1999 von der Münze Österreich geprägte 500-Schilling-Gedenkmünze in Silber zeigt als Motiv die Rosenburg mit Greifvogel und Rittern. Die ausgezeichnet erhaltenen historischen Innenräume sind im Rahmen von Burgbesichtigungen zugänglich. Neben den historischen bzw. historisierenden Schlossinventarien enthält die Burg auch die Sammlungen des Candidus Pons, Reichsritter von Engelshofen, der im 19. Jahrhundert bedeutende paläontologische, ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche Bestände erfassen konnte. Thank you.
die historischen Darbietungen der Falknerei auf Schloss Rosenburg basieren auf einem Konzept von Falkenmeister Josef Hieberler, einem international anerkannten Adlerexperten und Geschichtsforscher rund um die Falknerei. Die Schwerpunkte der Arbeit auf der Rosenburg bilden seit 1987 neben der allgemeinen Greifvogelkunde die Zucht und die Darstellung der historischen Falknerei während der Freiflugvorführungen. Dabei wird pädagogisches Wissen in unterhaltender Form vermittelt. Falknerei wird im Kontext der geschichtlichen Verwendungen und Traditionen präsentiert. Damit bildet die historische Falknerei ein Sprachrohr der engagierten Öffentlichkeitsarbeit für die Achtung vor den Mitgeschöpfen Greifvögel, für die Erhaltung und Neuschaffung von Lebensräumen und für die Beizjagd als nachhaltige Jagdart. Auf dem Renaissance-Schloss Rosenburg werden Auszüge aus der falknerischen Arbeit in Renaissance-Kostümen und historischem Ambiente gezeigt.